Leute, was geht ab, Leute? Hier. Tag fängt an mit Frühstück, Mittagessen, irgendwas dazwischen. Ich hatte nämlich was zu erledigen. Erzähle ich euch gleich. Erstmal die Feldforschung, den Durchbruch. 100er Vogel, 100er Arctos. Ich habe keine Ahnung, was ein 100er ist. Ich gebe euch gleich Bescheid. Das Arctos war eins über dem schlechtesten. Ein Wert weniger und es wäre das schlechteste gewesen. Auf jeden Fall hatte ich heute einen frühen Start. Also eigentlich haben wir immer einen frühen Start, aber Pokémon Go technisch. Weil ich war unterwegs. Was erzähle ich euch da alles? Ich musste für eine Kollegin was einschmeißen, abgeben. Als neutrale dritte Person. Falls es irgendwie zu einem Rechtsstreit oder so kommt, dass ich dann Zeuge bin, dass ich sage, hey, ja, ich habe das da abgeliefert und dass die Person dann nicht behaupten kann, ja, sie hat das nie bekommen oder sowas. Ja, das haben wir jetzt gemacht und statt direkt nach Hause zu gehen, dachte ich mir, bleibe ich einfach draußen und verschiebe alles und lade das Video heute Abend erstmal hoch. Also wenn ihr das seht, ist Freitagabend hoffentlich, wenn alles klappt. Denn wir haben auch noch später einen Spezialtausch. Natürlich, was auch sonst, muss sein. Da wird die Liste weiterhin abgearbeitet. Und neue Glücksfreunde sind natürlich auch wieder dazu gekommen. Also nächste Woche geht es auch noch weiter. So, paar Gehen gemacht. Jetzt treffe ich mich zum Tauschen. Ich habe jetzt ein neues Gebiet abgeschlossen. Teilweise ist Münchner Freiheit. Gestern 3 neue Goldarenen bekommen. 2 sind kurz vor Gold und Problem ist, Münchner Freiheit an sich, die Arena, ist ja direkt an der U-Bahn, direkt an dem Busbahnhof. Da fehlt noch ein Stückchen. Das heißt, ich muss jetzt extra nur dafür immer dahin fahren. Und das Teilgebiet da drüber. Das habe ich so in 2 Gebiete unterteilt. Das fehlt auch noch. Aber jetzt erstmal tauschen gehen. So. Am Treffpunkt angekommen. Ich habe hier noch schnell Sierra mitgenommen. Cliff haben wir besiegt. Cliff? Ja, Cliff. Und ein Shiny Cryptomorty haben wir uns gegönnt. Das heißt, Jan und 2 brauchen wir noch. Und nein. Schade. Nicht vergessen, Sonntag Rocket Übernahme. Rocket Takeover, so nenne ich das. Rocket Stunde ist ja, sind ja 2 Stunden und Rocket Tag sind nur 2 Stunden, also Rocket Takeover. Bin gespannt drauf. Ne, sie ist noch nicht da. Schreibt unten in die Kommentare, ob ihr gehypt seid. Und schreibt unten in die Kommentare, wie ihr dieses Event findet. Denn bisher scheint es sehr unbeliebt zu sein. Kollege Noah von meinem MMO hat auch einen Artikel dazu geschrieben. Ein Heulartikel, würden viele sagen, wo er sich über das Event beschwert. Und zwar ordentlich, also kritischer als ich, würde ich mal sagen. Ja, Event ist nicht so toll, aber ich habe zum Glück die Kassadur gefunden. Das ist so das Hauptaugenmerkmal für mich, das mich halt durch das Event bringt. Ansonsten ohne Kassadur wäre es natürlich vollkommen irrelevant, das Event, klar. Die meisten Spawns sind nicht so geil. Ein paar Shinies sind am Start. Für alle, die Shiny Kamux oder so brauchen. Und natürlich Shiny Tentache ist neu. Den kann man natürlich immer jagen. Was gibt es sonst noch so? Weiß nicht, Teddy Ursa ist halt nicht so geil. Aber abgesehen von Tentache habe ich halt alle in Shiny. Deswegen, ich gönne mir Kassadur. Und rein theoretisch auch Galas Mokmok. Aber ja, den will keiner machen. Also. Und alleine schaffe ich den leider nicht ganz. Und bevor ich es vergesse, falls ihr mich und den Kanal unterstützen wollt, könnt ihr gerne ein Like, ein Abo oder einen Kommentar da lassen oder die Glocke aktivieren. Da sind wir wieder. Da ist so ein Typ, der uns anglotzt. Zweimal haben wir sogar getauscht, denn die Kollegin hat noch eine Kollegin mitgebracht. Mit der war ich auch Glücksfreund. Und dadurch, dass wir also mit der ersten Kollegin einen Shiny getauscht haben, Moment, ich mache hier gerade einen Rocket, hatte ich halt keinen Spezialtausch mehr über. Und wenn ich keinen Spezialtausch über habe, versuche ich mir Ninja Tom zu ertauschen. Weil der ist ja relativ selten. Den haben wir ja nur irgendwann letztes Jahr im Durchbruch bekommen. Es müsste jeder eigentlich nur 4, maximal 5 haben. Ausgehend davon, wann er das abgeholt hat. Ja, und was passiert? Ist ein 100er geworden. Kann ich von der Liste erstmal streichen.
Das ist natürlich ein Highlight für mich, ein sehr krasses Highlight, weil, wie gesagt, jeder hatte nur seine 4 bis 5 Chancen, den zu bekommen. Und ich hatte schon lange keinen. Ja, okay. Er tauscht schon hunderte mehr, also sehr, sehr saftig. Grüße gehen raus. Vielen Dank, Mädels. Was wir jetzt so machen, ich habe keine Ahnung. Wir nehmen mal schnell ein Kastadur mit. Natürlich. Arena-Punkte. Und Kastadur halt, hunderte. 5, 3, 7. Ich habe gestern 5 gemacht, vorgestern 4, glaube ich. Hier ist ja Pro. Oh, schlecht. Pro 30 Rates. Eine Gold-Arena, also eine Arena braucht 30 Rates, um auf Gold zu kommen. So berechne ich das ungefähr. Und mir fehlen noch über 100. Eigentlich fast 200. Arena auf Gold. Und das mal 30. Zum Glück mache ich ja nicht nur Rates. Ich bekämpfe die auch und sitze drin und Bären und sowas, aber ungefähr. Das ist so das große Ziel bis 2020, also in 2020. Oh mein Gott, ich habe den nicht gefangen oder wie? Muss ich jetzt nochmal zurücklaufen? Ah doch. Das nächste Kastadur. Echt Glück gehabt. Auf dem Weg ist der aufgegangen. Und direkt an der U-Bahn, Busstation, also echt perfekt. Wir fahren jetzt schnell zu einem oder noch einem, falls das klappt. Hat noch hier ein paar AG mitgenommen, also läuft. Läuft echt gut. Jetzt muss nur noch ein 100er kommen. Aber wir haben unser Glück heute eigentlich schon aufgebraucht. Noch krasser kann es eigentlich nicht hören. Außer wir kriegen jetzt 100er Kastadur, 100er Magma, 100er Labgas, 100er, das ist kein 100er, 100er Menki und 100er Knackleon. Alles heute, das wäre abnormal. Ja, 5, 2, 8. Wir haben den zweiten Raid nicht mehr geschafft. Beziehungsweise den werden wir nicht mehr schaffen. Nur noch den hier. Aber wir können dann einfach die Straße runter alle Arenen machen. Und meine Powerbank ist leider leer. Ich glaube, einfach weil es so kalt ist, dass sie einfach so viel schneller leer gegangen ist. Aber an sich wollen wir eh nicht mehr so lang machen. So, schauen wir doch mal. Wir wollen uns immer noch ein 100er mit 536 gönnen. 504, leider nein. Leider. So, auf dem Heimweg habe ich mir noch ein Alu gegönnt. Und da gleich Trigger mit dem Kleinen. Nope, leider nicht. Jo, was geht? Wir sind wieder zu Hause. Es ist eine gewisse Zeit vergangen. Ich habe meine ganzen Sachen jetzt erledigt und ja, jetzt schneide ich das Video. Und rein theoretisch muss ich dann noch ein Video drehen. Über das hier. Darüber haben eh schon viele gefragt. Gewinnspiel wird noch kommen, ja, habe ich nicht vergessen. Habe ich hier noch ein zweites für euch, kein Problem. Und da muss ich das noch den Taiwanesen schicken, das Video erstmal, bevor ich das dann morgen hochladen kann, aber funktioniert hoffentlich alles. Seid gespannt darauf. Ansonsten, der heutige Tag war super saftig, Alter. 100er Lucky Ninja Tom. Alter, wie geil ist das, Mann? Ich habe noch ein paar Arenen gemacht, ich habe ein paar Kastadur gemacht. Guter Tag, ich kann mich nicht beschweren. Grüße gehen raus an die 2 Mädels für ihre Glückstäusche. Wie gesagt, ich habe jetzt noch ein bisschen zu tun. Euch noch viel Spaß, viel Erfolg, was auch immer ihr macht. Viel Spaß am Wochenende, vergesst nicht Sonntag. Team Rocket Takeover, bin mal gespannt. Letztes Mal hat es geregnet, also da war Leiden, ich konnte nicht mal die volle Stunde nutzen. Ich bin Bus gefahren und habe da jeden Stop mitgenommen, der ging. Ich bin sehr auf die Quest gespannt, weil letztes Mal war das einer meiner Mangelpunkte, wo ich gesagt habe, hey, da hatte ich gesagt, hey, einfach nur Rockets aufmachen, das macht eigentlich gar keinen Sinn. Wäre cool, wenn es irgendwelche Boni gibt oder irgendwelche Quests. Erfülle 3 Rocketstops oder sowas, 5, vielleicht auch 10 oder sowas. Und jetzt soll es welche geben am Sonntag. Also darauf bin ich gespannt und auf die Belohnung aus den Stops. Weil, Nantic, gib mir meinen Labras 100 oder Magma 100 oder Knackleon 100 oder wohin genau 100. Ich nehme irgendwas 100, gib mir 100. Auf jeden Fall, das war's von mir, Leute. Immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab, folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.